mit 80%. Dr. Martin Vincent, herzlich willkommen. Vielen Dank. Nicht, dass Sie sich fragen, nachher gibt es dann die Abfragerunde über die verschiedenen Daten, die gerade eben vorgelesen wurden. Also machen Sie sich bereit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, es ist mir heute eine sehr, sehr große Ehre, den Wahlkampfzirkus unseres Bundesverbandes hier in NRW begrüßen zu dürfen und vor allen Dingen unsere Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel hier ganz, ganz herzlich im Namen unseres Landesverbandes begrüßen. Lieber Tino, lieber Alice, herzlich willkommen hier. Der Republik, der Motor, das Bundesland, was unsere Wirtschaft angetrieben hat. Was soll ich sagen? Wir von der Alternative für Deutschland wollen, dass das wieder genauso wird. Im Moment allerdings ist NRW eher der kranke Mann der Republik. In sehr, sehr vielen Bereichen sind wir eher die rote Laterne. Selbst im Bildungsbereich, lange Zeit eigentlich eines der Steckenpferde unseres schönen Landes NRW, sind wir mittlerweile eher auf einem der hinteren Plätze. Die klugen Sachsen im Übrigen mittlerweile nicht nur dank unseres Tinos auf einem der ganz, ganz vorderen Plätze. Und ausgerechnet der Mann aus NRW, der Ministerpräsident aktuell, Hendrik Wüst, wird als einer der heißesten Kandidaten für die nächste Kanzlerschaft gewertet. Ich kann euch allerdings beruhigen, es hat noch nie ein CDUler aus dem Landtag von Nordrhein-Westfalen geschafft, Kanzler zu werden, der unserer Fraktion aktiv widersprochen hat. Es ist der Mann übrigens, der unsere Partei, die Alternative für Deutschland, als Nazi-Partei diffamiert. Im Übrigen der gleiche Mann, der noch zu den Corona-Protesten gesagt hat, dass es sich absolut verbietet, die aktuelle Zeit mit irgendwelchen Begriffen aus der Nazi-Zeit zu vergleichen. Merkt ihr selber, oder? Aber es sind genau diese Demokraten, die selbsternannten Demokraten, die heute auch wieder draußen stehen und versucht haben, wieder unsere schöne Veranstaltung hier zu blockieren. Warum sage ich selbsternannt? Nun, es ist der Wähler, der entscheidet, wer im Parlament mitmischen darf und wer eine Stimme bekommt. Nicht etwa die anderen Parteien, die es aktuell versuchen. Es gibt nicht Wahlen, die dann hinterher wieder rückgängig gemacht werden, wie wir es in diesem Deutschland von den sogenannten Demokraten erfahren haben. Und es sind vor allen Dingen auch nicht die anderen Parteien, die überhaupt darüber bestimmen, wer Demokrat ist oder wer nicht. Wir sind demokratisch von der Alternative für Deutschland. Wir stehen zu unserem Grundgesetz. Und während andere in den letzten Jahren noch versucht haben, Kindergeburtstage von der Polizei zu kontrollieren und sprengen zu lassen, waren wir diejenigen, die unser Grundgesetz, übrigens herzlichen Glückwunsch zum 75-Jährigen, verteidigt haben. Ich glaube, gerade die letzten Tage haben gezeigt, wir von der AfD sind eben nicht die besseren Menschen. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen. Wir machen Fehler. Jeder macht Fehler. Aber wir, gerade unter diesem Druck der Öffentlichkeit, der Presse, der anderen Parteien, dass wir ausgegrenzt diffamiert werden, jeder von euch kennt es, jeder von euch, der Wahlkampf macht, weiß, was das bedeutet, für die AfD einzustehen, egal ob vom Arbeitsplatz, im privaten Bereich oder eben sogar bis in die Familie hinein. Jeder von euch weiß, dass wir es versuchen müssen, eben stärker zu sein als die anderen, dass wir den Versuchungen nicht erliegen dürfen. Dass wir weiterhin Politik für die machen, die uns ihre Stimme geben. Die brauchen uns. Für die sind wir die letzte Hoffnung für dieses Land. Und die dürfen wir einfach nicht enttäuschen. Ich sage das mal ganz explizit. Wir sollten nicht ständig zurückgucken. Wir machen nicht Politik fürs Gestern. Wir machen Politik fürs Heute. Und damit es morgen eine gute Zukunft gibt. Wir sind für diejenigen da, die zu Hause niemanden mehr haben, mit dem sie sprechen können. Wir sind für diejenigen da, die an der Supermarktkasse stehen und nicht wissen, wie sie den Wocheneinkauf machen sollen. Wir sind für die kleinen Handwerker da, die von der Regierung geradezu erdrückt werden von der Abgabenlast. Wir sind für die arbeitenden Menschen, wir sind für das Rückgrat der Bundesrepublik Deutschland und für diejenigen machen wir zusammen Politik.
uns weiter couragiert Wahlkampf machen, weil wir mit der Programmatik nach vorne gehen, die wirklich alles für uns bedeutet. Wir haben so gute Programmpunkte. Wir müssen diese nur endlich schaffen umzusetzen. Wir müssen es auf lange Frist schaffen, in Verantwortung zu kommen, damit wir genau diese Punkte auch umsetzen können, für die uns die Menschen wählen. Die Menschen wollen nicht, dass wir laut schreien. Die Menschen wollen, dass wir von der Alternative für Deutschland die Politik mitgestalten, für die sie uns wählen. Und dafür sollten wir uns miteinander einsetzen. Tage ist Europawahl. Wir müssen es schaffen, die Leute trotzdem noch zu mobilisieren, trotzdem weiter anzureizen, sich zur Wahl zu begeben und ihr Kreuz zu machen. Selbst in Zeiten, wo viele den Eindruck haben, ihr Kreuz hilft nicht, man kann eh nichts ändern. Wir müssen es schaffen, dass die Leute zur Wahlurne gehen und ihr Kreuz bei der Alternative für Deutschland machen. Wir sind die Partei, die es als einzige noch schafft, im bundesdeutschen Spektrum sich für den kleinen Mann tatsächlich einzusetzen. Die SPD hat es hier in NRW seit Jahren versprochen, aber sie liefert nicht. Sie verrät mittlerweile den kleinen Mann. Wir sind diejenigen, die tatsächlich das Rückgrat unserer Gesellschaft, den Mittelstand, überhaupt noch nach vorne bringen. Ich glaube, wir haben mit Alice, mit Tino, zwei Bundessprecher, die uns so gut durch die Krisen manövrieren, wie kein anderer Bundesvorstand vorher. Aber wenn wir